Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Village of Zelda The Wind Waker. Damit kann ich, dass es überhaupt weitergeht. Es geht auf jeden Fall weiter. Ich war 2 Wochen lang durchgehend krank. Ich bin immer noch erkältet. Ich bin am Samstag den... Ich gucke jetzt mal gerade kurz, welche das war. Das war Samstag nicht. Letzte Woche Samstag, den davor. Ich bin quasi im November. Ja. Ja. 26. November krank geworden. Aber war bis jetzt krank. Bis zum 11. 12. Ich war also durchgehend 2 Wochen krank. Ich war wirklich krank. Stimme ging gar nicht. Dann ging es mir wieder ein paar Tage besser. Aber Stimme ging immer noch nicht. Ich habe es ein paar Mal mit Stream probiert. Das hat die Stimme dann wieder schlimmer gemacht. Und YouTube ging einfach gar nicht. Wie ihr vielleicht im MK8-Part damals gehört hattet. Das ging halt einfach gar nicht. Ich habe ein bisschen länger geredet und ich bin sofort in Hustkrämpfe ausgeatmet. Und genau das ist hier zum Glück nicht mehr. Sagt er und hustet und räuspert sich dann. Meine Stimme ist immer noch angeschlagen. Aber es ist so weit okay, dass ich auf jeden Fall schon mal wieder aufnehmen kann. Und deswegen schnappen wir uns diese Projekte hier mal wieder und geben euch geiles Rickytainment auf jeden Fall. Definitiv. Und ja, natürlich haben wahrscheinlich auch schon die meiste Zuschauerschaft verloren. Ist ganz klar, wenn Projekt lange nicht kommt, dann gucke ich die Scheiße selber auch nicht. Hey, nun Ricky. Hier darfst du selber mal ein bisschen das Köpfchen verrenken. Deswegen herkommen bis versiegt sich irgendwo diesem Schloss. Du musst also allerdings einen Eingang zum Unterschloss finden. Dieser Eingang wird durch eine schwere Tür versperrt, die zur Abwehr von Feinden dienen soll. Du musst also offensichtlich irgendwo etwas tun, damit die Tür öffnet. Weißt du, wovon ich spreche? Gut, ich bin immer nicht so. Ich gebe dir einen Tipp. Ja. Ich weiß, worum es geht. So, auf jeden Fall. Ja, geht's mir auf jeden Fall erstmal wieder ganz okay. Ich bin also mehr oder weniger aufnahmefähig. Von daher... Machen wir das auch mal. Ich will doch ein drittes Ding, oder? Hä? Ach nee, das sind 2 Teile, ne? Ja, das sind 2 Teile, oder? Ja, das sind 2 Teile. Gut, ich dachte gerade, hä, wie soll das denn funktionieren? Ich war gerade ganz kurz verwirrt. Ich war gerade echt ganz kurz wieder verwirrt. Ach ja, ist lange her, dass ich dieses Rätsel gemacht habe. Aber ich habe vor dem Schloss an sich mit den Monstern... Habe ich Respekt. Warum auch immer, aber ich habe Respekt davor. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh Leute, die Monster, die ficke ich ein bisschen weg. Nee. Ich habe schon gesunden Respekt davor. Aber es rätselt hier, um da hinzukommen zum Masterschwert. Das ist schon recht einfach, wie ihr seht. Das ist easy. Was muss ich hier nur machen? Einfach nur, naja, das Triforce hinbauen. Mehr ist es nicht. Wer hätte das gedacht? Krasser Scheiß, wa? Und bumm. Hat sogar funktioniert. Ist es nicht. Naja, es muss eigentlich egal sein, ne? Ich wollte gerade sagen, ist eigentlich egal, in welche Reihenfolge man das macht, aber. Ich schätze schon. Was ein schweres Rätsel. Das soll die Feinde abhalten. Kein Wunder, dass Zelda mal entführt wird. Wenn das die einzigen Rätsel sind, die Leute verführen müssen. Das ist ja Pisse. Das ist ja. Ist ja Pisse, ist das. So. Here we go. Okay. Ja, da vorne ist es. Das legendäre Masterschwert. Wollen wir jetzt mal gucken. Hier sind immer die ganzen Sachen abgebildet von Ocarina of Time. Die 7 Weisen. Ich finde Ocarina of Time immer noch nicht so gut. Weiß ich nicht. Ist nicht so meins. Ist echt nicht so mein Spiel. Waren das nur 6 Weise? Ich habe keine Ahnung, wie viele Weise waren das denn in Ocarina of Time? Ich habe es einmal durchgespielt mit Hass. Also wirklich mit Hass. Respekt, Ricky, ich hätte nicht gedacht, dass du es durchschaust. Und nun, nimm dir das Schwert, das vor dir liegt. Schwert, mit dem Gandalf von Andes dieser Welt verbannt werden kann. Das Masterschwert. Okay. Weiß ich nicht, das ist nicht so meins. Ocarina of Time ist überhaupt nicht mein Spiel. So, zieh. Huch. Oh. Oh. Was macht ihr jetzt? Was ist jetzt los? Oh shit. Oh Gott, war das hell. Mein Gott, wird. Oh, ach jetzt stimmt, jetzt kommt hier wieder Leben rein, ne? Und da ist wieder Leben. Zack.
Sehr nice. Jetzt muss ich die Viecher alle besiegen. Das ist schon ein bisschen eklig. Aber das sollten wir hinkriegen. Das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Denke ich schon. Oh, okay. Zack, zack. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So, okay, dann gehen wir jetzt nach oben. Wir müssen jetzt oben die ganzen Viecher besiegen. Schauen, bin mal gespannt. Ah, das macht sich wieder zu. Warum eigentlich? Oh, das ist jetzt direkt hinter uns ein weißer Ritter, ne? Na gut, sollte aber kein Problem sein. Komm, 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 komm. Also früher hatte ich immer Probleme mit, warum auch immer. Im ersten Let's Play auch hatte ich hier... Oh Gott, alter Schwede. Hatte ich hier richtig Probleme mit. Ich habe den einen auf jeden Fall noch ein bisschen... Oh, shit. Oh, shit. Ah, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, shit. Ich muss ein bisschen aufpassen gerade. Ich brauche auf jeden Fall Herzen. Drop mal Herzen, Mann. Ja, Hauptsache, du droppst mir so einen Scheiß. Ich will Herzen. Oh, nie Glück. Stimmt, ich kann mal die Pfeile benutzen. Zack. Ich glaube, wir machen den einfach mit den Pfeilen platt, oder? Bisschen tiefer. So, nee. So. Was ist das jetzt mal? Jetzt. Okay. Sehr schön. Das war doch gut gelöst. Hinten von ihnen anschleichen. Hinten. Wir machen erstmal oben alles fertig. Dass ihnen das nicht aufgefallen ist, dass ich gerade ha gesagt habe, ne? Ist ja Wahnsinn. Bist du nur für ein schlechter Ritter? Boom. Hab ich ihn? Hab ihn. So. Und... Pupp. Sehr nice. Das waren gute Schläge. Leck mich am Arsch. Gut, haben wir die alle sehr, sehr gut ausgekontert. Aber wir müssen jetzt hier trotzdem... Ich weiß nicht, ich hatte früher immer ganz, 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 ganz extreme Probleme mit. Aber das sollte jetzt, denke ich mal, kein Problem weiterhin sein. Wir gehen zuerst mal rechts runter. Wir gehen das hier alles strategisch durch. Nach und nach. Guck, wir können ihn direkt von... Als ob er das nicht gespürt hat, dass ich ihn gerade hin getroffen habe. Aber okay, wenn du ein Idiot bist, ist voll mein... Ist voll okay für mich. Geh kaputt. Warum benutzt eigentlich niemand von den Dingen, von den Leuten das Schild? Ich meine, die haben fucking Schild. Warum benutzen sie es nie? Das ist auch so ein bisschen... Ja. Wo sind denn hier noch mehr? Hier vorne sind ganz schön viele Viecher. Halleluja. Zack. Oh, shit. Erst mal dich entwaffnen. Zack. Aber damit habe ich auch da schon mehrere getroffen. Ich habe mich um alle gleichzeitig kümmern, mehr oder weniger. Shit. Oh, ich habe mir gerade vielleicht zu viele Leute hier rangeholt. Bam. Wie er sich einfach eine andere Waffe nimmt. Was für ein Assi. Kannst du nicht einfach eine fremde Waffe nehmen? Arschloch. Get up, Bro. Zack. Geht's jetzt hier weiter? Ach, da ist noch einer. Hallo. Zack. Darf ich mal ganz kurz? Ah, sie? Warte mal, Envy, wie hat Clay das gemacht? Ha, es gibt doch irgendwie auf jeden Fall so einen Trick, dass man die ganze Zeit stunnen kann oder so, ne? Den möchte ich ja ganz gerne ausprobieren. Komm mal her, Arschkopf. Ach du Scheiße!
Ich bin umzingelt von diesen Viechern, ne? Oh Gott! Pass da bloß auf! Oh Gottes Willen! Geh weg! Jetzt um dich, jetzt um dich! Jetzt kann ich mich um dich kümmern! Oh Gottes Willen! Pass hier bloß auf! Nicht sterben! So, ihr beide? Hier habe ich doch mindestens eben noch gerade zwei gesehen, oder nicht? Noch gerade mindestens noch zwei. Nee? Nur noch der eine? Ja, gut. Gut, meine Freunde, sondern haben wir in dem Part auf jeden Fall schon mal das Schloss soweit abgeschlossen. Dann sehen wir uns nächsten Part wieder. Ich hoffe, der Part hat euch was gefallen. Falls ja, das auf jeden Fall eine positive Bewertung. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Nicht nächste Woche. Bis nächstes Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.